Und jetzt kommt zu den neuen Decks. Wir gehen heute mal ins französische Deck zuerst rein. Gucken uns das mal direkt an. Kann man das eigentlich nur von hier machen? Vergesst das immer. So, also die zeigen natürlich alle Decks an, die es geben sollen in Zukunft, wenn ich es richtig verstehe. Aber ihr könnt nur reingucken, weil ich das richtig gesehen habe, in die frei, die auch spielen könnt. Und das ist wohl die blinde Franzosen-Fraktion hier. Also, oder wie man das ausspricht, blinde. Also ich würde das halt blinde aussprechen, ehrlich, ohne dir an die Wäsche zu wollen, den Jungs. Okay, so gucken wir uns die mal an. Die Franzosen, die fangen mit einem massiven Aufgebot an. Also 105 Punkte. Ich wüsste jetzt gar keine, der das bisher hatte, glaube ich, in der A-Phase. Das heißt also, die können in der A-Phase richtig Druck machen, fallen aber wohl anscheinend hier im Late Game ein bisschen ab. Und je nachdem, wie lange das Spiel geht, kann das natürlich ein bisschen wehtun. Und sie kommen in der Armored Division. Ob das jetzt historisch so richtig ist, dass man sagt, 44 haben die noch Panzer über und davon ganz viele, weiß ich nicht. Aber im Grunde genommen eine schöne Sache. Wir kriegen jetzt mal neue Panzer von einer neuen Fraktion. So, let's go. So, Frankreich. Da ist der Piper. Ah, der hat so ein MG nach hinten, was in Patch Notes erwähnt wurde. Ist die Frage, inwieweit das Sachen kaputt schießt. Ah, ne, war gar nicht der, war ein anderer. Okay. So, 75 für einen Scout. Super langsam, alles klar. Und wie ich eine Luftwaffe zuerst? Können wir mal hier anfangen. So, Franzosen. Da sind die Spies. Ja, aber bei der Infanterie, also da tut sich wahrscheinlich wieder nichts. Also bei den ganzen Speeren und so. Ich gucke mal gerade bei neuen Fahrzeugen. Infanterie ist ja Infanterie. Hier ist nicht wie bei Wargame, wo die sich massiv unterscheidet. Das soll französisch sein. Ist eher so ein bisschen Lend-Lease der Amerikaner, oder? Also ich jetzt auch nicht viel. Also schön ist das auf jeden Fall ein Fahrzeug. Ihr kriegt es in der A-Phase. Es kann Sachen penetrieren. Es hält noch genug aus mit 3, dass kein MGs aus den Schuhen pumpt. Es kostet nicht 100 Punkte wie der M8. Also das scheint ein schönes Fahrzeug insgesamt zu sein. Ja, kann auch noch scouten, hat ein Erfahrungssternchen. Also wenn ihr halt bedenkt, dass ihr ein super Early-Game-Fahrzeug habt, was wirklich alles gleichzeitig kann. Und ich meine halt wirklich mit 7 könnt ihr halt auch Panzer knacken im Early-Game. Super geil, da braucht ihr ja nichts anderes. Und dann habt ihr auch noch viel, viel Einkommen als Franzose in der A-Phase. Da scheint mir das perfekte A-Phasen-Fahrzeug zu sein, um als Franzose vorzurücken. Okay. Also auf jeden Fall ist das ein super Fahrzeug für den Preis in der A-Phase mit dem Einkommen. Das könnte richtig loslegen. So, dann mal das gleiche Modell nochmal, sonst die Speer hier unten. Das scheint noch ein bisschen was anderes zu sein. Sind das diese Tetratsch-Dinger oder wie die Dinger heißen? Ich vergesse auch den Namen. Gott, ist das hässlich, das Teil. Aber okay, 90 Punkte. Ja, Geschwindigkeiten, alles ist noch alles solide. Stealth ist bad, okay. Ich glaube, Stealth bei Fahrzeugen ist eh fast egal. Und ansonsten, ja, ist halt Feuersupport, hat alle gute Werte, hat auch noch eine 5er Panzerung. Also da kann man gerne auch ein bisschen mit scouten im Late Game, keine Frage. Jetzt wird mir gerade mal gucken, wie schnell fährt der auf offenem Feld? 30, 25. Ich würde sogar im Late Game eher überlegen, das Geld zu sparen und den Kleinen weiterzunehmen. Einfach weil der auch ein bisschen schneller ist. Und die 5er Panzerung, die macht den Braten eigentlich nicht fett in aller Regel. Ja, also eine ganz nette Sache. Ich würde auf jeden Fall die sagen, das hier allein lohnt schon, die Franzosen zu spielen. Und das muss ins Early Game rein, definitiv. Oh, ich schon mal hier bin, ich kann es ja direkt aufbauen. Ist ja eigentlich auch Kopf gesprungen. Die sind alle in der A-Phase. Kinders, die spammig. Und dann ein paar billige Scouts. Warum kosten die denn so viel? Das sind zwei Mann, das wisst ihr schon, oder? Aber die mit dem Fahrzeug kommen. Nennen das zwei Scouts, ne? Ja, da haben wir natürlich eine Option, die Scouts zu verstecken. Ganz hervorragend. Ich weiß noch nicht, ob wir einen Billig-Scout einpacken, aber da haben wir Optionen. Also, die A-Phase, da wird halt heftig gescoutet. Da freue ich mich schon drauf. So, Infanterie. Dann gucken wir mal, ob wir die Fremdenlegion auch hier finden. Also, die Fremdenlegion wäre schon schön, wenn die dabei wäre, wo die wahrscheinlich noch in Afrika unterwegs ist. Die haben ihren AT-Krempel dabei, 4-Mann-Squad, 25 Punkte. Mir ist tatsächlich schon fast egal, was bei den Waffen dran steht, weil die meisten Kämpfe werden halt einfach durch den Stun entschieden und das entscheidet man durch Masse. Und von da ist mir egal, ob die besonders gut irgendwie da sind. Mir geht es eher darum, was kostet der Trupp, wie viel kann ich davon bringen? Der hat jetzt zwar nur 4 Mann, aber ich könnte ja zwei Truppen davon bringen, weil er eben so preiswert ist und er hat noch ein paar Sternchen hier vergibt, ne? Also das ist sicher einer, mit dem wir arbeiten können. Wir bräuchten noch einen Spam, den wir dazu packen. Obwohl ich immer noch nicht weiß, ob sich diese Sternevergabe lohnt. Wir haben wieder Tests durchgeführt und konnten nichts eindeutig bestimmen, wie weit ein Stern Geld wert ist. MG kann man benutzen, 25 Punkte ist sicher auch nicht verkehrt, wenn man da eins hat. Ne? Da kann man ja Stellen mit abdecken. Und gerade die Deutschen, wenn die mit dem Klaus kommen, also dem Bike, falls ich es nicht kenne, bei Kampf 4 war das Klaus. Das hat ein MG, was super schnell ist. Und das schießt ihr halt aus dem Sattel raus mit dem MG. Das ist ganz eine hilfreiche Sache. 35 Punkte. Gott, wie viele Leute sind das denn? Sind das noch 10? Das sind 10, okay. Die kommen aus dem Half-Track, sieht ein bisschen amerikanisch dann schon fast aus.
Also der Trupp kostet nur 15, aber ihr habt dafür ja einen Halftrack mit einem G auf dem Dach, ne? Also für 35 Punkte kriege ich halt den Infanterie-Spam und diese Halftracks. Die sind halt deswegen so wichtig, weil die haben eine minimale Panzerung. Also die können halt jede Infanterie auslöschen im Prinzip. Bis auf eben, wenn die halt euch mit der AT knacken, was aber sehr unwahrscheinlich ist, wenn ihr die halt ordentlich microt. Und dann habt ihr eben mobiles Fahrzeug, was die Front erobern kann. Und ihr könnt halt alles mögliche countern. Der Gegner muss halt irgendwie ein Fahrzeug mit AT ranbringen. Und wenn ihr jetzt bedenkt, dass wir bei der Reconnaissance diese AT-Viecher hier haben, die ja noch schnell sind, ja, dann ist das hier natürlich Infanterie-Spam mit diesen Reconnaissance-Dingern also eine unschlagbare Kombination. Ne? Also das hier ist Early Game der Franzosen. Das wird so richtig rocken, sage ich euch. Ne? So richtig. Warum bist du so teuer? Du bist doch normales MG. Pioniere, da habe ich gar nichts für über. Braucht man nicht. Vor allem nicht mit der Combo. Was bist du für einer? 60 Punkte? Und weil ihr so ein MG dabei habt, vermute ich mal, oder? Kann man machen, aber. Also, was soll das denn machen? Also, das dann Sachen, aber das machen die anderen ja auch schon alle und ihr habt ja eh aufgedeckt. Und kommen ein bisschen mehr Sternchen. Also, 60 Punkte finde ich ein bisschen übertrieben. Nee, also 60 Punkte sicher nicht. Also, das ist aber auch irgendwie preiswerter. Ist das jetzt besser als 600, 800 Meter? Was hat das andere bei euch? Okay, das hat 200 Meter mehr Reichweite, das andere Halftrack, und zielt ein bisschen genauer, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich habe das nie ganz mit den Locken da verstanden, wie das funktioniert. Also, das ist wohl so ein M5. Wo ist der andere jetzt hin? Und das ist ein M5A1. Also, ihr habt halt hier mehr Reichweite fürs MG. Das ist natürlich sehr verlockend, weil, also 800 im Reichweite, das ist ja schon Packreichweite für die A-Phase, ne? Ihr könnt einfach viel mehr Fläche abdecken zum Feuersupport mit so einem Teil, wenn es mehr Reichweite hat. Das kostet nur 10 Punkte mehr. Und es trifft wohl auch noch einen Tick besser, was ja auch heißt, dass es auf Close Range besser trifft. 35 fährt das. Und du fährst auch 35. Was mich halt stört, ist halt, dass die Infanterie da drin viel kostet und halt nicht ihr Geld wert sein wird. Es ist halt Infanterie-Spam immer noch OP, ne? Nee, das ist mir zu teuer. Also den besseren Halfshack hätte ich genommen, aber da kann man auch Supportfahrzeuge nehmen, die haben wir eh auch schon genug drin. Und wir haben ja den normalen Halfshack. Also die tun es ja auch zur Not, ne? Ihr kriegt ja fast zwei davon für einen von den anderen. Das muss nicht sein. So, die Sapeur-Geschichte hier vorne, die haben ihr eigenes Satchel-Teil bei. Ja. Weiß ich nicht. Also, die bringen direkt zwei MGs mit, die Freunde, geil. Ich glaube halt nicht, dass ich im Late Game noch was dann reinhole. Ich nehme es jetzt einfach rein, damit ich eben die Masse noch habt, wenn ich wirklich im Late Game sage, das muss jetzt sein. Aber wahrscheinlich werde ich die drei nie holen, wenn es sich vermeiden lässt. So, Panzer hier, jetzt bin ich mal gleich gespannt. So, hier mal so einen kleinen hässlichen Panzer, den habe ich schon mal gesehen. Ja, also er bringt einen Stern mit, das ist halt eine gute Sache. Und der ist halt verflucht schnell, ne? Also Stern kann man halt immer gebrauchen. Ich glaube, wage mich zu erinnern, dass ihr aus derselben Einheit, also wenn ich jetzt zwei davon aufstelle, können die trotzdem nur einen Stern vergeben. Wenn ich aber einen Stern von dem und vom Infanterist und vom Reconnaissance habe, vergeben die, glaube ich, alle drei. Bin da nicht 100% sicher, aber ich glaube, mich daran zu erinnern, dass es so war. Von da ist ganz gut, wenn ich in jeder Kategorie einen Sternevergeber habe, dass alle Einheiten mit drei Sternen dann herarbeiten. Und das kann man schon aufbauen, vor allem wenn die halt selbst noch eine Funktion erfüllen. Und das macht der ja ganz hervorragend. Und in der A-Phase, wo wir eh Geld haben. Und da nehme ich ihn ganz gerne rein. Worum ich den jetzt reinnehmen sollte, der penetriert ein bisschen besser, hat ein bisschen besser Panzerung, aber. Also, die nehmen ja eh schon wegen den Sternchen mit den Kameraden hier, ne? Und ich sehe nicht, worum es gut sein sollte, den jetzt da reinzupacken. Nee, also für den Feuersupport reicht der völlig aus und wenn ihr Panzer knacken wollt, holt ihr einen Panzer. So. Die machen mich fertig, Mann. Das ist wieder so ein dreckiger Schirm, ne? Also, ihr könnt ja Char dran schreiben, aber für mich sieht das am Schirm aus. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Könnt ihr noch, also, das ist das 10. Schirmmodell, ja? Ich meine, der Schirm ist ja kein mieser Panzer, aber irgendwann langweilt es mich halt zu Tode. Ich will ja mal an neue Fahrzeuge sehen. Na gut, was haben wir denn? Also, ein ganz normaler Schirm. Kommt mit dem Stern, Kommandschirmen. Scheint auch der einzige Schirm zu sein, den wir einsetzen können. Okay, dann nehmen wir den Kommandoschirm mit. Finde ich jetzt nicht so dolle. Ist halt ein Panzerdeck. Da hätte ich mir halt schon also zumindest mal einen echten französischen Panzer hätte ich mir gewünscht dabei. Das hier sieht mir nach einer Firefly-Version aus. Ja, das ist eigentlich solide. Also eigentlich, wenn ich kann, würde ich tatsächlich dieses Modell hier bevorzugen, weil das halt mehr Panzerung hat. Und es hat mehr Armor-Penetration. Also
Die werde ich wahrscheinlich holen und die sind nur Backup, wenn die mir ausgehen. Wir haben zu diesem Zeitpunkt schon die anderen auf mit den Sternen auf dem Feld, da brauche ich die wahrscheinlich nicht. Und ja, und hier unten das gleiche Spiel in der C-Phase, holen wir dann die, da haben wir eh kein Geld mehr über. Das wird jetzt eh keine große Panzerarmee. Ist ja nur ein Panzerdeck, egal, wenn er keine Panzer spielen möchte. Warum ist da kein Char B1 bei? Warum nicht, Mann? Ich verstehe das nicht. Sind die alle verloren gegangen? Vielleicht, aber es wäre trotzdem ein nettes Feature gewesen, da einen reinzupacken. Ach, ich weiß es echt nicht. Egal. So. Was soll das sein? Einfach nur ein Comment für 20 Punkte. Okay, warum nicht? Alles Option, gerade weil ihr es halt schnell überall hinpacken könnt. Warum nicht? Können wir mal ausprobieren. Werde ich wahrscheinlich nie kaufen, aber es wäre dann eine Option, wenn man das hat. Hier diese MG-Geschichten, die man schnell bewegen kann, 800 Meter und so. Problem bei dem ist halt, der kostet halt. Also der kostet halt so viel wie ein Half-Track, hat aber nicht die Panzerung von dem Half-Track, aber eigentlich ein vergleichbares MG. Fragezeichen. Also nee, ne? Auf gar keinen Fall. Munition einpacken kann man sicher öfter gebrauchen, wenn man es nur für einen Mitspieler holt. Den haben sie einfach nur aufgeschraubt, sehr gut. Ja, ist halt so ein Artillerie-Panzer-Ding, Close Support, aber auf jeden Fall nichts, was ich mögen würde. Das Ding, das haben wir ja schon in der. Also der Vorteil von dem Ding ist ja, dass ihr damit Land erobern könnt. Das könnt ihr mit dem aus den Reconnaissance nicht, ne? Und da packe ich den gerne nochmal rein. Es sei denn, ich brauche jetzt gleich noch einen Slot für irgendwas anderes. Das ist ein normaler Sherman, oder? Mit einer. Einfach nur mit einer besseren HE-Kanone. Da bin ich halt nicht sicher, ob das sinnvoll ist. Ich meine, das wäre nett, wenn ihr eine HE-Kanone habt, aber wollt ihr mit einem Schirm mit 11er Panzerung auf eine Pack zufahren? Und wenn das nicht, was tötet ihr dann, was eure Half-Tracks nicht töten für weniger Geld und weniger Risiko, was an Geldwert verlieren? Also, nee, keine Ahnung, wofür der gut ist. So, die Bazooka-Leute, da ist immer noch nichts Weltbewegendes bei. Packs für 60 Punkte, Riesenfreund von solchen Geschichten, das lohnt sich immer. Ja, kann man auch gerne zwei reinnehmen. Die kann man auch im Late Game noch benutzen, wenn man die gut aufstellt und damit flanken geht. In der A-Phase kommt ein schöner M10, aber das ist halt echt die Frage, was ihr damit machen wollt. Also der ist halt offen, da kommt wahrscheinlich der Bonbon und nutzt den sofort weg. Ich würde ihn jetzt trotzdem mal aufsetzen, einfach weil es ein M10 ist und ich den Panzer mag. Plus, die sollen ja angeblich sich schneller drehen und deswegen auch First Shot wahrscheinlich haben. Selbst wenn ich jetzt frontal auf einen zufahre, habe ich First Shot vermutlich mal gegen Panzer 4 im Vergleich. Und dann ist der Gegner halt gestunt, ne? Und dann schießt der halt schlechter und trifft vielleicht nicht mehr. Das will ich einfach ausprobieren. Und da machen wir die tatsächlich mal rein. Und die sind in der A-Phase schon, ne? Also damit könnt ihr halt eine Menge countern gehen. Einfach mal versuchen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das deutsche Panzer. Also deutsche Panzer werden besser abschneiden in der Regel, würde ich trotzdem vermuten. Da sind die guten Infanteristen. Oh, vier Mann haben die. Das ist ja nett. Aber trotzdem ist zu. Also diese AT-Geschichten, die helfen mir nicht weiter. Die nächste Pack wieder für 60 Punkte. Machen wir so viel Packs, wo man am Anfang eh nicht. Und hier sonst passiert jetzt eigentlich gar nichts. Ne? Hier unten kann man nochmal Panzer spammen gehen. Das wäre halt ein richtiger Kavallerie-Charge, wenn ihr den halt spammt. Ich mache das jetzt einfach mal rein, weil haben wir richtig M10s. Vielleicht kann man ja wirklich den Gegner überfahren damit, aber bei 25 Stundenkilometer auf offener Fläche. Also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich habe schon Videos gesehen, wo das Ding fährt, wo man es in der Wüste auf offener Fläche fahren sieht. Wenn das 25 Stundenkilometer war, fresse ich einen Besen. Ne? Also ich habe den schon fahren sehen und der fährt halt bedeutend schneller, auch auf offener Fläche. Und das war halt eine steinige Wüste, wo ich den gesehen habe in einem Video. Also ich weiß halt nicht, warum der halt auf normalem Gras 25 nur fahren soll. Also wenn er auf der Straße 70 fährt, dann schafft er auf dem Gras bestimmt auch seine 40, 50 vielleicht sogar, hätte ich gesagt. Aber egal. So. Die Flakgeschütze, wie haben sie ja jetzt verbessert, ne? Und da müsste man jetzt mal überlegen, inwieweit sich es jetzt lohnt zu holen. Das muss man jetzt einfach ausprobieren, weil vorher waren sie ja Geld überhaupt nicht wert. Was haben die denn für Flak sonst noch? Was denn da drauf? Ist das so ein Bofor-Geschütz? Tatsache, das ist ein Bofor auf einem Truck, weil die Bofor war halt hardcore geil im Spiel bisher. Also eine Flugabwehr, ehrlich gesagt. Und die ist jetzt auf dem Truck drauf, ne? So ich die auch endlich schnell bewegen kann. Also das ist doch mal eine geile Erfindung und kommt noch mit dem Stern. Die können tatsächlich ihr Geld wert sein und ihr könnt natürlich auch Bodenziele abfeuern. Auf 1000 Meter ist immer noch solide. Es gibt, glaube ich, sogar Packs, die nur 800 schießen in der A-Phase. Ich weiß nur nicht, ob man damit eben Packs beschießen kann. Eigentlich ist ja HE, müsste eigentlich gehen. Von daher, das könnte ein gutes Teil sein. Da bleiben wir direkt bei dieser Kategorie. Und ja, die Kleinen, da weiß ich nicht. Wir nehmen mal einen rein, aber wahrscheinlich benutzen wir das nicht. Aber wir brauchen für die Flugzeuge gleich noch was, dann schmeißen wir es direkt wieder raus. Ich glaube, das reicht völlig für unsere Zwecke aus.
Ich will gerade, ob ich einen Panzer rausschmeißen soll, weil ich gleich Punkte brauche. Haben wir mal ein bisschen leer. Okay. Ja, Anti-Erde war das so. Artilleriegeschichten, der Mortar, 900 Meter, 1200 Meter A-Phase. Verstehe. Das ist nett, kann man machen. Off-Map-Artillerie, da muss ich mal gucken. Also, das Problem mit Off-Map-Artillerie ist halt einfach, dass sie mit der Mun Probleme hat und ihr könnt ja nicht nachladen, wie die On-Map-Artillerie fast umsonst nachgeladen wird. Von da bin ich kein großer Freund davon. Ich habe noch nichts in den Patch Notes gesehen, dass die sich ändert. 2,4 Kilometer hat eine minimale Panzerung. Müsste man mal ausprobieren. Aber das reicht mir dann auch an Artillerie. Das ist ja wirklich ein Deck zum Pushen und da ist Artillerie für in aller Regel auch nicht so gut. So, die Piper jetzt. Ne, brauche ich nicht. Ja, haben wir ja Scout-Vorteil massiv. Was ist das denn für ein Ding? Smoke Layer. Es gibt ein Flugzeug, was nur Smoke legen soll. Mit einem G im Rücken. Der schmeißt tatsächlich Smoke-Bomben. Ohne Scheiß, ne? Das Problem ist halt, dass ihr ultra lange braucht, bis ihr ein Target smoken könnt, quasi, bis der in Position ist. Und, also bis dahin ist halt der Smoke-Vorteil meist schon weg, hätte ich gesagt. Außerdem ist es halt auch noch super langsam. Also wenn das jetzt einer wäre, der irgendwie 80 Punkte kostet und super schnell ist, wo ihr den Smoke zielgerecht schnell ans Target bringen könnt, eventuell, und dann noch agil, mit dem ihr halt schnell links-rechts drehen könnt, aber der hat ja nichts von den Werten. Das scheint mir noch eine komplette Fehlkonstruktion, das Fliegerchen. Spitfire A-Phase. Spitfire B-Phase. Unterscheiden die sich nicht? Okay. Außer dass man halt eine mehr oder weniger bekommt. Ja, ob man jetzt eine A-Phase braucht, würde ich jetzt auch bezweifeln. Wir pushen hier eine A-Phase ganz hardcore mit Panzern und den Recons vor allem, ne? Und da würde ich auf der A-Phase komplett drauf verzichten und in der B-Phase aber dann Overboard gehen mit der Luftwaffe. Also hier 6 Spitfire ist sicher ein ordentlicher Spam, den man abziehen kann, wenn man den dann braucht. Die Lightning-Geschichte. Ja, Pax kann man ja angeblich nicht mehr ausschalten. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt eine gute Idee wäre. Ich würde gerne mal ein paar von den neuen Bombern ausprobieren. Bin aber auch hier nicht sicher, ob die ihr Geld wert sind, weil ich überlege halt immer, welche Targets ich abknallen soll. Und die Pax ist halt das Einzige, wo mir einfallen würde, dass es Sinn macht, ne? Und wenn ich mir jetzt die Teile hier so anschaue, da ist halt. Ich weiß es halt nicht. Ich packe jetzt einfach mal so einen schweren Bomber dazu. Und werden wir im Spiel jetzt einfach mal schauen, ob wir damit vielleicht Pax und 88er totbomben können. Das wäre so die Idee. So, Hide-Info. Ja, safe. Kann man den Namen geben? French Recon Rush. Ist halt alles Early Game, ne? So, können wir es nochmal speichern? Alles klar. So, das wäre das Deck hier gebaut. Und dann machen wir mal in das andere, aber im anderen Video, wo man die andere Fraktion bauen. Und dann gucken wir uns auch die Maps vielleicht nachher nochmal an.